Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 6. Im letzten Part haben wir die Schlacht von Guandu gemacht. Ja, mal gucken, wie weit das geht. Wer es lesen will, drückt bitte wieder auf Pause. I wish we had destroyed both Lu Bu and him at Xiapi. We made a decision. It was the right one. I do not have any regrets whatsoever in what we chose to do. He attracts people to him. That is Liu Bei's gift. It is a skill to be envied. It is also one to be feared. Compassion alone will not remedy this chaotic world. Things will just repeat themselves over and over again. As usual, talking about this makes my head hurt. Anyway, all that matters to me is knowing that he's interfering with your plans. Nothing else concerns me. I will be back soon. Ha! Ja, diesmal geht's wieder gegen Liu Bei, der auf dem Rückzug ist. Und zwar den Changyang runter. Zu Sun Quan, um sich mit ihm zu verbünden, ja. Es wird langsam Zeit, dass wir Liu Bei nämlich den Chaos machen. Ich sollte wirklich mal ein Schlachtross auswählen, ey, das ist doch... Gerade weil wir hier so weit hinten starten. Die da oben lassen wir mal. Das lassen wir den Offizier da oben mal selber machen. Und wir kümmern uns. Unser Ziel ist halt Liu Bei. Da darf er ihm halt nicht entkommen. Wenn das passiert, dann ist er halt Niederlage. Aber ich sage euch was, ey. Das tut mal wieder richtig gut, hier was zu machen. Gerade wenn man hier abgeschnitten ist und nicht weiß, was draußen in der Welt passiert. Weil, ja, kein Internet, kein Fernsehen. Ey, ohne Scheiß, ey. Ja, ja. Ich mecker mal wieder zu viel, ich weiß, aber so bin ich nun mal. Die ziehen sich aber rasch zurück, ey. Es geht nicht. Ihr sollt stehen bleiben. Na komm, steh auf. Okay. Okay. Hat angehalten für kurze Zeit. Diesen Posten lassen wir in Ruhe. Die anderen sich drum kümmern wollen, sollen sie es tun. Doch mein Ziel ist Liu Bei. Aber ich habe auch richtig Bock, Gun zu zocken. Also dieses Western-Spiel. Wie gesagt, da werde ich auch nur die Xbox 360-Variante spielen. Ich denke mal, wenn das irgendwann nochmal als Stream kommt, werde ich dann eben halt die PS2-Version mal machen. Oder vielleicht auch nicht, weil die Unterschiede davon sind vielleicht nur wegen der Grafik ein bisschen. Aber sonst ist da eigentlich alles wie in der damaligen Konsolengeneration zu 360. Na, Julian? So, wir brauchen weitere Bauern. Er zieht schon weiter. Okay, der Posten erobert. Mensch, tötet die Bauernanführer. Zheng Fei wartet da schon. Das wird ein harter Kampf. Das haben wir auch schon so oft gesehen. Aber vergiss es. Ich rück weiter vor. Sollen die anderen sich drum kümmern? Mensch, bleib doch jetzt mal stehen. Ich
Aber das Beste ist nämlich ab November bei diesem Black Friday, der ja da ist, habe ich mir überlegt, mir einen neuen Fernseher zu holen. Wenn ich es mir natürlich leisten kann. Und da kommt mein alter Fernseher, worüber ich auch die PS2-Spiele aufnehmen kann. Weil mein Bildschirm hier ja absolute Scheiße ist. ja. Da werde ich dann halt auch in der Lage sein, halt ohne viel Trubel dann halt PS2-Spiele aufnehmen zu können. Ich habe euch ja gesagt, ich werde mir eine große Festplatte mal holen, um dann nämlich vorab nämlich Let's Plays aufzunehmen von PS2-Spielen. Und wenn die dann voll ist, ist dann ganz gut. Vielleicht werde ich mir dann überlegen, noch eine zu holen, um da noch ein bisschen mehr aufzunehmen. Das muss natürlich auch abgestimmt sein, wie hier mit den 360-Spielen und Streams und so, dass ich das auch irgendwie hinkriege. Ist natürlich alles immer erstmal hier so, wie soll ich sagen, Wunschdenken, nenne ich es mal. Weil es ist immer sehr viel, was ich mir aufzwinge, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dank meiner Community und die Leute, mit denen, also mit den anderen YouTubern, mit denen ich sehr auch privatmäßig in Kontakt stehe. Jetzt zwar nicht, wir haben uns zwar noch nie irgendwie privat getroffen, konnten wir ja auch nicht, weil wir sind in ganz Deutschland verstreut und wegen Arbeit her, ne, der ein oder andere ist vielleicht noch in der Ausbildung und da muss man halt noch aufs Geld schauen und so. Aber wir versuchen halt auch das so zu machen, dass wir halt mindestens einmal im Jahr uns vielleicht mal treffen können. Sprich wirklich Gamescom. Aber da muss ich halt immer gucken, ob das mit meiner Arbeit auch hinhaut. Weil ich kann erst mir Urlaub beantragen, sobald ich nämlich weiß, wann der Termin steht. Na? Forgive me, cousin. I was unable to capture him. It doesn't matter. He has been driven from Jing and lost most of his forces. That alone was worth it. It is a full moon tonight, isn't it? Shao Dun, come along and we'll drink together. I feel the moon calling me. I have spent much of this life that heaven has granted to me out on the fields of battle. That's not like you. I too am a human being. I grieve for all the wasted lives. However, within my vision there lies a greatness beyond the worth of life. A vision that exceeds all the worth of life itself. You don't lack for ambition, do you? I have a destiny of my own to help create this world of yours. Keine Bonusziele erfüllt, was soll's. Ein Punkt. Mehr Leben, das ist super. Alles schlechter. So, mal wieder ein sehr kurzer Part, deswegen bedanke ich mich bei Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also haut rein und ciao.